Der Gerechte wird aus Glauben leben. In der heutigen Predigt werden wir die Zusammenhänge dieses uns allen wohlbekannten Verses analysieren. Wir werden gemeinsam die Tiefen der einzelnen Aspekte ausloten und dafür den Rahmen dieser Predigt möglicherweise sprengen. Aber das Ziel ist, dass uns dieser Vers, diese Aspekte greifbarer und vor allem anwendbarer werden. Warum ist das so wichtig? Nun, wir alle sehen die Zeichen des Endes immer deutlicher. Das auf Posten stehen von Herr Link hat dies ein weiteres Mal bestätigt. Die Weltnachrichten tun das jede Woche. Und das alles führt uns vor Augen, wie im Hintergrund die Vorbereitungen für den letzten Akt der Herrschaft Satans getroffen werden. Und mit jeder weiteren Woche, jeder Kurzpredigt, jeder Splitpredigt, jeder Hauptpredigt, wird das Evangelium Gottes weiter verkündet. Als erste Bibelstelle schlagen wir auf Matthäus 24, Vers 14. Ich habe die schon mal aufgeschlagen, Matthäus 24, Vers 14, diesmal aus der Luther 2017, wo wir lesen: Und es wird gepredigt, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Jede neue Broschüre, jeder Leitartikel, aber auch ganz wichtig, unser Verhalten in der Welt vor einer Wolke von Zeugen, könnte man sagen, das alles bringt uns einen Schritt näher an das Ende. Ein Ende, das sich durch großen Schrecken auftürmen wird. Aber letztendlich mit der Etablierung der Herrschaft Gottes eine von uns allen lang ersehnte Erfüllung finden wird. Der Wiederkunft Jesu Christi als König aller Könige. Und wir, Sie alle und ich, gemeinsam mit wenigen anderen, wir alle haben das Privileg, von Gott auserwählt und dazu berufen zu sein, nicht nur unseren Anteil an dem kommenden Reich zu haben, sondern ist uns sogar eine unglaubliche Verheißung gegeben worden hinsichtlich unserer Zukunft darin. Schlagen Sie auf Offenbarung 5 und Vers 10, wo wir davon lesen. Wenn ich es nicht anders sage, sind die Verse alle aus der Lutherbibel von 84. Offenbarung 5 und Vers 10, wo wir lesen: Und du, also Gott, hast sie, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Wir befinden uns gerade in der Ausbildung für die höchsten Ämter, die man sich überhaupt vorstellen kann. Hier kommt der Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, eine ganz neue Bedeutung. Wir verstehen also, dass das Ende unseres Weges, so wie ihn denn nicht verlassen, ewiges Leben in der Gottfamilie sein wird. Und beachten Sie, dass in Offenbarung 15 im ersten Teil des Verses die Vergangenheitsform verwendet wird, während der zweite Teil hinsichtlich der Herrschaft in der Zukunftsform gehalten ist. Gott ist sich also absolut sicher. Er weiß, dass wir es bis zum Ende schaffen können und er weiß, dass wir es bis zum Ende schaffen werden, wenn wir ihm treu bleiben. Auf dieses Wissen werde ich später noch eingehen und darauf, wie es mit dem Glauben zusammenhängt, der im Titelvers genannt wird. Aber lesen wir mal, welche Frage Christus sich stellte bezüglich des Endes. Schlagen Sie auf Lukas 18. Lukas 18 und wir lesen die Verse 7 bis 8. Lukas 18, Vers 7, wo wir lesen: Sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Doch, das ist das Entscheidende, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden auf Erden? Meinst du, er wird Glauben finden auf Erden? Diese Frage ist an uns ganz persönlich gerichtet. Und Christus erwartet von uns, dass wir unser Leben in einer Weise führen, die schließlich zu einer positiven Beantwortung führt, wenn er wiederkommt. Und wenn uns das gelingt, wenn wir den uns zugewiesenen Weg vollendet haben, dann wird er mit uns zufrieden sein. Und von dieser Reaktion lesen wir in dem berühmten Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Diese Reaktion, sofern er diesen Glauben bei uns findet, schlagen Sie auf Matthäus 25 und Vers 21. Matthäus 25, Vers 21, wo wir die Reaktion Christi sehen. Wenn er den Glauben bei uns persönlich findet, dann wird er sagen, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Auf diese Freude werde ich nochmal zurückkommen. Jedenfalls wird uns gesagt, dass wir tüchtig und treu sein müssen über das im Vergleich Wenige, was Gott uns heute gegeben hat, was er uns in diesem Leben anvertraut. Und dann wird es ihm eine große Freude sein, uns über vieles zu setzen. Und wenn man das jetzt mit Offenbarung 5,10 zusammenliest, dann sehen wir, dass er das in Gedanken, in seinem Mindset, in seinem Glauben bereits getan hat.
Stellen wir uns also eine weitere Frage. Wie kann es uns gelingen, tüchtig und treu zu sein? Die Antwort liefert uns erneut die Bibel. Das hier verwendete Wort für treu ist das griechische Wort pistos. Laut Strong's Exhaustive Concordance of the Bible wird es im Neuen Testament 68 Mal in 63 Versen verwendet. Und die Elberfelder Bibel, also meine Strong's Konkordanz, basiert auf der Elberfelder Bibel, übersetzt es 46 Mal mit verschiedenen Formen von Treue, treu, treu sein, treulich, zweimal mit zuverlässig, 7 Mal mit gewiss und 13 Mal mit gläubige, gläubig oder Glauben als Verb. Der Glaube ist also der Schlüssel zum Heil, zum ewigen Leben. Und was lesen wir dazu in Hebräer 11, 6? Schlagen Sie auf Hebräer 11 und Vers 6. Hebräer 11 und Vers 6. Denn wir lesen hier, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Uns wird gesagt, dass wir Gott gefallen müssen, um zu ihm zu kommen. Und wenn wir zu ihm kommen, dann wird er uns unseren Lohn geben. Und um zu ihm zu kommen, müssen wir Glauben haben. Ein paar weitere Fragen. Wie sollen wir diesen Glauben, um den es hier geht, in unserem Leben manifestieren? Und woher muss dieser Glaube kommen? Wir bleiben in Hebräer und schlagen auf Hebräer 12 und Vers 2. Hebräer 12 und Vers 2 aus der Elberfelder Bibel. Also die Frage, woher muss dieser Glauben kommen? Und die Antwort ist, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude, und das ist die Freude uns als seine Brüder und Schwestern, später in seinem Reich Gottes zu sehen. Also der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir definieren jetzt erstmal ein paar Eckpunkte, bevor wir in die Analyse von Römer 1, 16 bis 17 einsteigen. Also erstens, das Heil ist ein Geschenk Gottes, das er uns anbietet. Das Heil kann nicht erlangt werden ohne Glauben. Und das Heil ist gleichbedeutend mit unserer Errettung. Hier wird uns der einzige Weg offenbart, den Glauben zu erlangen, der notwendig ist, um das ewige Leben zu erben. Der Glaube, den Christus bei seiner Wiederkehr in uns sehen will, ist sein Glaube. Wenden wir uns also dem einleitenden Vers zu und steigen in die Analyse ein. In der Schlachterbibel steht die Überschrift, das Evangelium von Christus als Gottes Kraft zur Errettung. Paulus unterstreicht hier die Notwendigkeit für uns, die wir ja das Evangelium verstehen und daran glauben, dass wir es als die Kraft Gottes begreifen müssen, die Kraft, derer wir uns bedienen müssen, um die Errettung zu erlangen. Schlagen wir auf Römer 1, 16. Einfach ein paar Verse weiter, wo hier in der Schlachterbibel steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden und dann auch für die Griechen. Paulus stellt hier in Vers 16 klar, dass er sich des Evangeliums keineswegs schämt. Er predigte es zur Zeit und zur Unzeit. Und er war sich ohne Zweifel der Stiefel bewusst, die er angelegt hatte, um für dieses Evangelium einzutreten. Sie können das später nachlesen, Epheser 6, 15. Da lesen Sie von der ganzen Waffenrüstung Gottes. Lesen Sie es lieber zusammen. Was Sie auch noch erfahren ist, dass das Wissen über das Evangelium und damit die Möglichkeit, dem Evangelium zu glauben, letztendlich allen Menschen offenbar werden wird. Und dass Gott am Ende keinen Unterschied zwischen Juden und wir alle sind geistliche Juden, sowie den Heiden oder den Griechen machen wird. Sogar die Tatsache, dass jeder zu seiner Zeit berufen wird, wird hierin bestätigt. Die Bibel enthält keine Fehler. Die Bibel legt sich selbst aus. Die Bibel ist das reine und perfekte Wort Gottes. Aber am wichtigsten ist seine Aussage, dass die Bedingung für die Errettung zunächst ist, dass man an das und dass man dem Evangelium glaubt. Lesen wir also weiter in Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Schlachterbibel hat hier folgende Anmerkung. Das heißt, die von Gott gewirkte Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens wird geoffenbart, damit sie im Glauben angenommen wird.
Glauben bedeutet im Neuen Testament ein bewusstes Vertrauen auf sein Wort, insbesondere auf Gottes Offenbarung über Jesus Christus und sein vollkommenes Erlösungswerk. Eine gute Anmerkung, wie ich finde. Denn man kann hier den Prozess erkennen, dem wir uns seit unserer Berufung unterzogen haben. Nun, zunächst haben wir an Gott geglaubt. Und aus diesem Glauben heraus haben wir uns diese Kirche gesucht. Dieser Glaube kam von Gott. Wir haben darauf reagiert. Dann haben wir geglaubt, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Und haben uns daraufhin entschieden, unser altes Leben im Wasserbad der Taufe zu begraben und ein gezeugtes Mitglied des Leibes Christi zu werden. Dann wurde uns nach aufrichtiger Reue und durch die Handauflegung eines ordinierten Predigers der Kirche Gottes, Gottes Heiliger Geist verliehen. Und zwar der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes. Und seither leben diese beiden in uns, weshalb wir fortan die Möglichkeit haben, aus dem Glauben heraus zu leben. Der letzte Satz in Römer 1,17 ist ein Zitat aus Habakuk 2, Vers 4. Als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich ziemlich erstaunt, dass die Elberfelder Bibel das Substantiv Glauben im Alten Testament tatsächlich nur ein einziges Mal verwendet. Und an eben dieser Stelle, die eben von Paulus zitiert wurde. Das hebräische Wort Emunah kommt im Alten Testament 50 Mal vor, inklusive der Fußnoten, und wird in der Elberfelder Bibel 40 Mal mit Treu, wir hatten eben die Treue, dreimal mit Wahrheit, zweimal mit Amtspflicht, denken wir an die Ämter, die Gott für uns vorgesehen hat, und jeweils einmal mit Treue, Fülle, Fest und wiederum Amt übertragen. Wir sehen nicht nur die Kontinuität zu dem im Neuen Testament verwendeten Wort Pistos, sondern wie gesagt ebenfalls den Bezug zu den Ämtern, die für uns vorgesehen sind, wenn wir die eingegangene Verpflichtung ernst nehmen. Aber lesen wir nun Habakuk 2,4. Wenn wir die Übertragung der Menge Bibel nehmen, Habakuk 2,4, wenn wir also die Übertragung der Menge Bibel zurate ziehen, dann erkennen wir auch den Zusammenhang zwischen dem Glauben und dem treulichen Festhalten an der Wahrheit. Menge schreibt hier: Der Gerechte aber wird infolge seines treuen Festhaltens das Leben haben. Der Zusammenhang ist hier natürlich das ewige Leben, keine Frage. Das ewige Leben, das uns verliehen wird, wenn wir bei Christi Wiederkehr vor ihm als ein treuer Knecht befunden werden. Wir werden aber später noch feststellen, dass unser gesamtes Leben, jede einzelne Entscheidung, alles, was wir tun, aus dem Glauben heraus betrachtet werden muss. Sehen wir uns die einzelnen Aspekte aus Römer 1,17, also gerecht, Glaube, Leben, einmal genauer an, um mit Hilfe der Bibel eine Definition zu finden. Punkt 1, Gerechtigkeit. Hierbei handelt es sich offensichtlich um Gottes Gerechtigkeit. Wir haben im aktuellen Leitartikel erfahren, dass es eben diese Gerechtigkeit ist, nach der wir suchen müssen. Das können Sie lesen in Matthäus 6,33. Und dass Gott uns dann alles andere dazugeben wird. In Rienekers Lexikon zur Bibel lesen wir zur Gerechtigkeit Gottes das Folgende. Gerechtigkeit wird hier definiert als das Handeln einer Person, die sich an einen zu einer anderen Person, also in dem Fall Gott, oder einer Personengruppe, die Gottfamilie, bestehendes Verhältnis. Das Verhältnis wäre die Zeugung durch Taufe in seine Kirche und seine Vereinbarung, das Gesetz und die Verheißungen Gottes, gebunden weiß und sich dementsprechend verhält. Gottes Gerechtigkeit ist die Erfüllung seiner Verheißung, unter anderem. Daran müssen wir einfach glauben. Aber seine Gerechtigkeit ist noch mehr. Seine Gerechtigkeit kann definiert werden als Treue, Zuverlässigkeit, Wahrheit, Rechtschaffenheit, Gnade und vor allem Liebe. Denn darauf basiert sein ganzes Handeln, seine Liebe und sein Zorn, sein Heilen und sein Zerschlagen, sein Gericht und seine Erlösung. Und hier wird auch der tätige Aspekt deutlich. Das Gesetz zu tun dient uns zwar zur Gerechtigkeit, aber es dient uns nicht dazu, um vor Gott gerechtfertigt zu sein. Ich möchte an dieser Stelle kurz mal auf den Unterschied zwischen der Gerechtigkeit Gottes und der Rechtfertigung vor Gott eingehen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Das Halten der Gebote. Schlagen Sie auf 5. Mose 6, in Vers 25. Dort sehen wir die Gleichsetzung, also die Definition der Gerechtigkeit Gottes mit dem Halten der Gebote. 5. Mose 6 und Vers 25. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er es uns geboten hat. Und schlagen wir auch auf im Alten Testament Psalm 119. Psalm 119, ganz am Ende, ist ja ein sehr langer Psalm.
In Vers 172, Psalm 119, 172, diesmal auch wieder aus der Elberfelder Bibel, wo wir das bestätigt finden. Denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Und was erkennen wir noch? Den klaren Zusammenhang zwischen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Agape-Liebe. Denn was lesen wir im Neuen Testament? Schlagen Sie auf 1. Johannes 5,3, eine Stelle, die wir alle kennen, 1. Johannes 5,3, wo unglücklicherweise die meisten deutschen Bibeln nicht sonderlich genau sind. Einige sind es. Ich habe mich jetzt für die Elberfelder Bibel von 1871 entschieden. In Johannes 5,3 lesen wir, denn dieses ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Luther schreibt, die Liebe zu Gott. Es ist die Liebe Gottes, wovon hier geredet wird. Und seine Gebote sind nicht schwer, mit der Unterstützung, die wir natürlich haben durch den Heiligen Geist. Wir sind also gerecht, wenn wir Gottes Gebote halten. Und nur durch den Glauben Christi in uns werden wir befähigt, gerecht zu lesen, zu leben, wenn wir ihm folgen. Aber man muss die Gerechtigkeit von der Rechtfertigung differenzieren. Werden wir durch das Halten der Gebote vor Gott gerechtfertigt? Keineswegs. Rechtfertigung erlangen wir ausschließlich nur, wenn wir die Sünde, also die Übertretung des Gesetzes, vergeben bekommen. Um das nochmal deutlich zu sagen, der Glaube an Christus, der natürlich auch von Gott gegeben werden muss, führt uns zum Anfang des Glaubensweges. Wir beginnen, die Gebote zu halten und wann immer es uns gelingt, dann leben wir auch gerecht. Aber erst mit der Taufe des Heiligen, mit der Gabe des Heiligen Geistes durch die Taufe erhalten wir den Glauben Christi und können somit auch Rechtfertigung erlangen. Denn die Rechtfertigung ist gleichbedeutend mit der Vergebung der Sünden, die wir ja nun mal alle begangen haben. Als Menschen sündigen wir alle. Der Link sagt immer hin und wieder, aber leider auch immer wieder. Schlagen Sie auf Römer 3 und Vers 10. Römer 3 und Vers 10. Diesmal aus der Hoffnung für alle. Wo wir lesen, dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Die Mengebibel schreibt hier, es gibt keinen Gerechten. Die Pharisäer dachten von sich, sie seien gerecht. Warum? Weil sie sich an das Gesetz des Mose hielten. Aber was sagte Christus ihnen offen ins Gesicht? Gehen wir wieder zurück zu Matthäus 23. Matthäus 23, diesmal auf der Hoffnung für alle, in Vers 23, wo wir lesen, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel, gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen nach Gottes Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, die sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten galt die Aussage in Römer 10,3 ebenso wie für die alten Israeliten und wie für jeden Einzelnen, der den Zusammenhang zwischen dem Glauben und der Gerechtigkeit negiert. Denn da lesen wir in Römer 10,3, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und sie suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Ich muss ja nur an Jesus glauben, es ist schon in Ordnung, was ich so mache, es ist alles kein Problem. Und wie geht's weiter? Wer so denkt, wer so handelt, wer sich nicht der Sache unterwirft, der nicht den Glauben hat, die sind der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Im Gegensatz zur menschlichen Gerechtigkeit, die in Wahrheit höchstens teilweise, aber niemals allumfassend gerecht sein kann, lesen wir dagegen über die Gerechtigkeit Gottes in Römer Vers 21. Zurück zum Römerbrief, wir springen heute ein bisschen, Vers 21, Kapitel 5, in der Mengebibel. Damit, gleich wie die Sünde königlich geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade ihre Königsherrschaft ausübe, durch Gott gewirkte, in Klammern, durch Gott gewirkte Gerechtigkeit, zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sehen hier sowohl den Gegensatz zur sündenbehafteten menschlichen Gerechtigkeit, als auch den Dreiklang aus Gerechtigkeit, Glaube und Leben in Habakuk 2, Vers 4. Natürlich wird uns gesagt, dass es Gottes Gnade ist, die mit seiner Gerechtigkeit einhergeht. Und Jesus Christus, dessen Glaube in uns sein muss durch seinen Heiligen Geist, ist der Schlüssel für uns, um diese Gerechtigkeit zu erlangen. Allein sein Opfer ist es, wenn wir es annehmen, dass in uns nicht nur Gerechtigkeit wirken, sondern uns selbst zur Gerechtigkeit werden lassen kann und was uns rechtfertigen kann. Gehen wir zum 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, Vers 21.
2. Korinther 5, 21 aus der Schlachterbibel. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Befassen wir uns mit dem zweiten Punkt. Glaube. Der Glaube ist etwas, das die Welt nicht versteht. Haben Sie schon mal die Aussage, Glauben ist nicht Wissen gehört? Gemeinhin macht man sich so auf höfliche Art und Weise darüber lustig und impliziert damit, dass das Wissen weitaus fundierter ist und weitaus stärker als der Glaube. Sie glauben das doch nur, ich weiß das. Aber ist das der Fall? Sollten wir uns von so einer Aussage beirren lassen? Mit Sicherheit nicht. Ziehen wir mal erneut Rienigers Lexikon zur Bibel zu Rate und schauen, was hier über den Glauben geschrieben wird. Hier steht, Glaube ist die Antwort auf einen klaren Ruf, der das Herz getroffen hat. Der Glaube des Menschen ist seine bejahende Antwort auf diesen Ruf und sein Nicht-Hören-Wollen ist Unglaube. Hinzu kommt die Seite des Vertrauens. Jetzt ist sehr interessant, die Grundbedeutung des hebräischen Aman, denken wir an Amen, sagen wir nach dem Gebet, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich. Die Grundbedeutung des hebräischen Aman mit seinen Ableitungen Amat und Amuna, beziehungsweise Emuna, was wir eben hatten, das wir mit Glauben übersetzen, ist das Wesentliche darstellen, zum Wesen vorstoßen. Na, wenn das nicht genau die Definition ist, die die Wissenschaft für sich in Anspruch nimmt. Das Wesentliche darstellen, zum Wesen vorstoßen. Das ist doch das, was die von sich sagen, was sie tun. Und deren Ergebnisse bzw. der aktuelle Sachstand ändert sich praktisch regelmäßig. Wissen, was von Menschen erschaffen wurde, und Worte verraten es manchmal, das ist einfach nur in der Gegenwart verankert. Es ist bloß noch nicht widerlegt worden durch weitere sogenannte Beweise und hat somit per Definition ein Haltbarkeitsdatum. Wenn man darüber nachdenkt, dann lässt sich eigentlich kaum irgendwas beweisen. Denn schließlich hängt alles von den angenommenen Parametern ab. Wenn irgendwas mit Statistiken bewiesen wird, dann weiß man gleich, da kann nicht viel dahinter stecken. Wissenschaft ist revisionistisch. Sie entwickelt sich immer weiter oder auch zurück. Vor 10 Jahren hat jeder gewusst, dass es 2 Geschlechter gibt. Jetzt sind wir bei, ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen, 70, man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, Wissenschaft ist in einer Art und Weise dynamisch, die sich an nichts orientiert. Aber der Glaube steht fest seit Anfang an, seit Grundlegung der Welt. Goethe sagte einmal sehr passend, der Glaube ist nicht der Anfang, sondern das Ende allen Wissens. Die Welt glaubt, dass unser Glaube ein Synonym ist für ich denke oder ich nehme an. Im Englischen ist das ein bisschen leichter zu betrachten, denn da gibt es tatsächlich 2 verschiedene Worte. Das einmal believe für Glauben, aber auch für annehmen, für denken. Und having faith, für Glauben haben. Interessanterweise, faith bedeutet auch Treue. Da haben es die Briten und die Amerikaner besser getroffen, als Konrad Duden sozusagen. Dann gucken wir also mal lieber, was die Bibel uns über das Wesen des Glaubens sagt. Schlagen wir auf Hebräer 11 und Vers 1. Hebräer 11 und Vers 1, diesmal aus der Schlachterbibel. Ein Satz, den wir alle kennen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht oder noch nicht sieht. Die Einheitsübersetzung 2016 bringt es wie folgt. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und in der Zürcher Bibel 2007 lesen wir, der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Also wenn irgendwas irgendwo bewiesen wird, dann durch die Bibel. Wahrer Glaube erlangt seine Qualität und seine Reinheit nämlich von der Quelle, aus der er entspringt. Und die einzig wahre Quelle für wahren Glauben ist Gott und was er uns in seinem Wort offenbart hat, die Bibel. Gehen wir zum Epheserbrief, Epheser 2, die Verse 8 bis 9. Epheser 2, Verse 8 bis 9. Wo wir lesen, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gnade ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wahrer Glaube richtet sich also nicht nur an Gott, denn man kann auch an viele falsche Sachen glauben. Wahrer Glaube stammt auch von Gott. Es ist ein Geschenk, das er uns anbietet, sobald er uns beruft, ihm zu folgen.
Gehen wir zurück zu Römer. Römer 12. Diesmal aus der Einheitsübersetzung 2016 wieder. Römer 12 und Vers 3. Römer 12 und Vers 3, wo wir lesen: Denn aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Wieder und wieder bestätigt. Wir müssen allerdings eine wichtige Unterscheidung im Begriff des Glaubens verstehen. Zunächst bietet uns Gott den Glauben an Christus an. Dieser Glaube, das ist der klare Ruf, der das Herz trifft, wie Rieniger geschrieben hat. Wir können diesen Glauben auch gar nicht aus uns selbst entwickeln. Wie oft sieht man auf YouTube oder im Fernsehen irgendwelche Leute zusammen, ja, ich habe dieses und jenes Leben geführt und dann bin ich zu Jesus gekommen. Ich habe mein Leben zwar nicht geändert, aber ab jetzt wird alles besser. Wir können diesen Glauben nicht entwickeln. Dieser Glaube ist allerdings noch nicht perfekt, denn dieser Glaube geht mit dem menschlichen Zweifel einher. Wir streiten sich sozusagen um unseren Geist. Dieser Glaube wirkt mit uns, aber ist er deswegen weniger machtvoll? Wir lesen später, wie Christus auf dem Wasser wandelte und Petrus dazu ebenfalls kurzzeitig in der Lage war. Und dies tat er aus dem Glauben an Christus, solange bis er zweifelte. Unser Glaube führt uns in die Kirche. Unser Glaube führt uns zur Taufe hin. Der Glaube an Christus bewirkt bereits Wunder. Zum Beispiel versendet die Kirche Gottes heute Einsalbungstüchlein an Leute, die nicht getauft sind. Wir haben Gebetsbitten von Menschen. Wir dürfen ja nicht für jemand anderen eine Gebetsbitte einreichen. Wir haben Gebetsbitten von Menschen, die nicht in der Kirche sind. Aber diese Menschen haben den Glauben an Gott. Die haben den Glauben an Christus als den Erlöser, als die Quelle der Heilung. Die Heilung durch sein Blut, durch sein teures Blut, was er für uns vergossen hat. Und auch im Neuen Testament werden viele Menschen geheilt, die gar nicht den Heiligen Geist in sich hatten. Und damit auch nicht den Glauben Christi. Schlagen wir auf Matthäus 9. Matthäus 9 und wir lesen die Verse 20 bis 22. Matthäus 9 und Vers 20. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, also eine lange, chronische und schlimme Krankheit, die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich: Könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, diese Nähe, die er gleich darstellt, meine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zur selben Stunde. Also wir sehen, dass der Glaube an Christus bereits Wunder bewirkt. Wir sollten das auch jetzt nicht geringschätzen, auf den Weg zum Glauben hin. Aber dann, nach der Taufe, haben wir den Glauben Christi in uns. Nach der ordentlichen Taufe, das Wasserbad, wo der alte Mensch sterben soll, und die Handauflegung durch einen ordinierten Prediger der Kirche Gottes. Und dieser Glaube kann uns nur durch den Heiligen Geist gegeben werden. Wir lesen jetzt mal Epheser 3, die Verse 11 bis 12. Sie können das schon mal aufschlagen. Und ich werde das jetzt aus verschiedenen Übersetzungen lesen, wo dieser Unterschied ganz eindeutig ist. Obwohl, ich gucke jetzt mal an der Luther, wie Luther das geschrieben hat. Römer, Korinther, Thessalonicher zurück, Galater, Epheser, da ist es. 3 und in Vers 11. Denn diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Tja, wird nicht ganz deutlich. Schauen wir mal in der Albrecht-Bibel von 1926. In seiner Gemeinschaft haben wir, erfüllt mit seinem Glauben, freudige Zuversicht und können uns dem Vater voll Vertrauen nähern. Oder auch Adolf Ernst Knoch, 1939, in welchen wir durch seinen Glauben den Freimut haben und mit Vertrauen den Zutritt zum Vater. Oder auch Johann Albrecht Bengel, 1742, in welchen wir haben die Freudigkeit und den Zutritt in der Zuversicht durch seinen Glauben. Und das Letzte von
Abraham Meister, das Neue Testament, eine Übersetzung von 1989, wo wir lesen, in welchem wir haben die Freimütigkeit und den Zugang in Zuversicht durch seinen Glauben. Ganz eindeutig. Auch im Brief Jakobus, schlagen Sie auf Jakobus 2, lesen wir Vers 1. Auch mal aus verschiedenen Übersetzungen. Gucken wir erstmal nach Luther, was der so gemacht hat. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Also natürlich müssen wir diesen Glauben, diese beiden Arten des Glaubens, die bauen aufeinander auf. Das ist keine Frage. Aber hier wird das nicht deutlich. Jakobus 2,1 bei Adolf Ernst Knoch liest sich wie folgt. Meine Brüder, habe den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, der Herrlichkeit nicht in Verbindung mit Ansehen der Person. Johann Albrecht Bengel, meine Brüder, habt nicht verschiedenes Ansehen der Person bei dem Glauben unseres Herrn Jesus Christi, der Herrlichkeit. Und die Elberfelder Bibel von 1871 und auch die Version von 1905 schreibt, meine Brüder, habet nicht den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit mit Ansehen der Person. Also wir sehen hier eine aufeinander aufbauende Reihenfolge. Erst der Glaube an Gott, der Glaube an Christus. Dann der Glaube Christi. Und letztendlich ist das dann die einzige Form des wahrhaftigen Wissens. Eine Form, die die Welt nicht versteht. Man entscheidet sich, an etwas zu glauben. Die Welt tut das ja auch. An was die sich alles entscheiden zu glauben, ist manchmal verrückt. Aber was uns unterscheidet, ist die Tatsache, dass wir uns im Glauben Christi für etwas entscheiden können. Und sollte Gott diesbezüglich noch keine Antwort, noch keine Bestätigung, noch keine Absage erteilt haben, dann beweisen wir und dann stärken wir den Glauben, den er uns gegeben hat, indem wir zu dieser Entscheidung stehen. Solange, bis Gott uns hierzu eine weitere Information oder gleich die Antwort geben mag. Und um diese Entscheidung für die Antwort müssen wir natürlich kontinuierlich bitten. Wir müssen darum fragen. Das heißt, wer anklopft, der wird aufgetan. Wer fragt, dem wird gegeben. Wer bittet, dem wird gegeben. Das ist das Wissen. Denn wir wissen auch, was alles zu unserem Besten dient. Das ist das Wissen, was die Welt niemals erlangen kann. Zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Wir wissen ja, jeder wird berufen. Und das Wissen wird sich auch niemals auf Wikipedia finden. Denn es ist ein dynamischer Prozess, dessen Ende uns zwar bekannt ist, aber nicht zwingend der Weg und die einzelnen Stationen in unserem eigenen Leben dahin. Lesen wir also in Römer 10, 14 weiter, wie wir diesem Ruf folgen und im Glauben wachsen können. Gottes Botschaft hat unser Herz erreicht und wie geht's weiter? Der Weg wird ebenfalls im Römerbrief beschrieben. Und auch deshalb und auch, weshalb es ohne Gottes Zutun und auch ohne die Unterordnung in seine Kirche schlichtweg nicht möglich ist, wahrhaft zu glauben. Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt wurden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße des Freudenboden, die das Gute, also das wahre Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Weiter in Vers 16, aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Das ist auch ein weiterer Aspekt, der aus dem Glauben kommt. Die Kraft, gehorsam zu sein, kommt auch aus dem Glauben durch den Heiligen Geist Christi. Und dieser Aspekt ist untrennbar mit diesen ganzen Sachen verbunden. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigten? Und in Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Nachdem wir jetzt die Quelle des Glaubens kennen und auch die Meilensteine des Glaubens, an denen wir uns orientieren müssen, kommen wir zu der Anleitung, wie es uns gelingen kann, diesen Weg auch kontinuierlich und weiter zu beschreiten. Schlagen wir auf Hebräer 12. Ich nehme das aus der Schlachterbibel. Hebräer 12. Und lesen wir die Verse 1 bis 11. Hebräer 12 beginnt in Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, nun, wir alle haben als Christen täglich eine Wolke von Zeugen um uns. Wir sind auf Arbeit, in der Schule, in der Universität. Das sind die Leute, die bezeugen, wie wir uns verhalten. Also geht's weiter. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, denn die Wolke von Zeugen beobachtet uns. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinaufschauen auf Jesus, wie im Editorial gelesen.
den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude, und wir lasen davon in Matthäus 52, 21, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich somit zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Weiter in Vers 2, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde bis jetzt. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Das kann sicherlich jeder nachvollziehen, aber wir dürfen nicht verzagen. Denn wer den Herrn lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als seine Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, wenn alles so easy peasy läuft, wenn ihr ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, dann seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen, Vers 9. Sollten wir da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterworfen leben? Denn jene haben uns nur für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, aber er zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wieder der Plan Gottes in einem Vers offenbart. Und in Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt sind. Übung erhält man nur durch ständige Wiederholung, Erfahrung. Die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, da ist sie wieder, die Gerechtigkeit. Alle Aspekte sind nicht nur untrennbar linear miteinander verbunden, sondern die bedingen sich und die stärken sich gegenseitig, je weiter man in seiner Bekehrung fortschreitet. Der Glaubensweg ist ein in sich geschlossenes System, das von Gott erdacht wurde, um uns immer weiter wachsen zu lassen. Ihm entgegen, unseren Blick auf das Himmlische zu richten und nicht auf das Irdische. Und dieser Weg vereint gleichsam Geduld und Kampf, Freude und Leid, Schande und Mut, sowie Zucht und Liebe. Und der Anfang und die Vollendung von alledem ist Christus selbst. Also fragen wir uns und prüfen wir uns immer wieder, lebt der unerschütterliche Glaube Christi in uns? Können wir den spüren in einer Entscheidung, die wir ohne Zweifel treffen? Oder wenn sich etwas nicht herausstellt, dass wir weitermachen, im Glauben, im Bitten? Und fragen wir uns, gelingt es uns mehr und mehr, diesen Glauben in unserem Leben anzuwenden? Und auch sehr wichtig, suchen wir uns nach Rückschlägen unseren Weg zurück. Aber vertrauen wir darauf, dass Christus und der Vater immer da sind, uns zu helfen. Wir schauen uns jetzt in Matthäus 14 eine Stelle an, die verdeutlicht, dass alle diese Fragen täglich aufs Neue im Leben eines Christen beantwortet werden müssen. Schlagen Sie auf Matthäus 14, wir lesen Vers 22 und danach die Verse 25 bis 31. Matthäus 14, zunächst Vers 21. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und in Vers 25. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus reagierte darauf. Er antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Christus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, den Wind der Sorge der Welt, als er die Wellen sah, die uns auch täglich umgeben, da erschrak er und begann zu sinken. Und er schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte zugleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Diese Stelle ist faszinierend. Wir wissen ja, dass Petrus den Heiligen Geist Christi zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte. Der existierte ja gar nicht. Christus hatte ja den Heiligen Geist des Vaters. Also hatte Petrus den Glauben Christi noch nicht in sich wohnen.
Das bedeutet, er stieg in die Wellen aufgrund des Glaubens an Christus. Und schon aufgrund dieses natürlich ebenfalls von Gott verliehenen Glaubens war er in der Lage, auf dem Wasser zu gehen. Der Glaube an Christus wirkt mit uns. Christus war präsent und wirkte natürlich mit Petrus. Aber was für ein Wunder. Unfassbar. Das müssen wir uns mal vorstellen, was für eine mächtige Kraft der Glaube an Christus doch schon ist. Natürlich wissen wir, dass dieser Glaube allein keineswegs ausreicht, um den Weg Gottes bis zum Ende zu gehen, woraus wir ersehen sollen könnten, wie das Ende überhaupt wird. Denn wir machen uns jetzt, glaube ich, noch keine richtige Vorstellung. Und dennoch befähigte er den Petrus schon dazu, auf dem Wasser zu wandeln. Aber dann kam der Rückschlag. Petrus zweifelte. Wir alle zweifeln immer wieder. Er zweifelte, weil er seinen Blick von Christus abwandte. Genauso wie wir im Leitartikel hoffentlich gelesen haben. Christus war nur kurzzeitig im Mittelpunkt seines Lebens. Und dann haben die Sorgen der Welt wieder die Oberhand gewonnen. Der Glaube an Christus streitet sich um unseren Geist oder in uns mit dem menschlichen Zweifel. Aber das Entscheidende für uns heute ist, dass Christus ihn vor dem Hinabsinken in die Tiefe bewahrte und die Tatsache, dass Petrus ja auch um Hilfe rief und dass er gerettet wurde, führt uns das vor Augen. Kommen wir zum dritten Teil, das Leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben, bedeutet wie gesagt vornehmlich, dass wir allein durch den Glauben, der zur Gerechtigkeit führt, das ewige Leben haben können. Die Strafe der Sünde ist der ewige Tod. Und da wir alle Sünder sind, haben wir alle den auch verdient. Das in Habakuk 2,4 gebrauchte hebräische Wort lautet Chaya. C-H-A-J-A-H. Strong sagt uns, dass die Elberfelder Bibel es von 269 Vorkommen im Alten Testament beinahe durchgängig mit einer Form von Leben übertragen wird. Darunter aufleben, leben lassen, beleben, am Leben bleiben und andere. Weiterhin wird es auch noch mit sich auf das Leben beziehenden Tätigkeiten übersetzt. Wie etwa lebendig machen, am Leben lassen, genesen, ebenfalls am Leben erhalten, sowie auch nähren, heilen und hervorbringen. Wir verstehen, dass das Leben von Gott kommt und nicht das Zufallsprodukt einer angeblichen Evolution ist. Diese ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Irrglaube, denn es gehört schon einiges dazu anzunehmen, dass aus Millionen von Jahren und durch Zufälle aus der Kombination von Dreck und Wasser eine Suppe entstand, die sich letztendlich zu all der Vielfalt und Schönheit entwickelt haben, die wir täglich um uns sehen. Und auch wenn wir in den Spiegel schauen. Schlagen wir 1. Mose auf, 24, und schauen mal, was die Bibel sagt, wo das Leben herkommt. Wir kennen das alle. 1. Mose 1, Vers 24. Pardon. Ganz am Anfang der Bibel finden wir schnell. Und da lesen wir, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art. Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und die Welt kann das nicht verstehen. Die wollen das nicht wahrhaben. Und die halten sich für weise und sonnen sich in ihrem Wissen und glauben lieber das Folgende, was wir in Römer 1, 22 bis 23 lesen. Römer 1, 22 bis 23. Da lesen wir den Zustand der Welt. Da steht, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Vergänglichkeit, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Da sind sie wieder, die kriechenden Tiere. Und wir sollen glauben, dass das unsere Vorfahren sind. Wie kann man diese Lächerlichkeit sonst bezeichnen als ihr Glauben? Nein. Das Leben wurde durch einen Willensakt Gottes erschaffen. Wir lesen, dass er sprach und es geschah so. Der lateinische Begriff Universum ist eine Kombination aus den Wörtern uni, also eins, und versum und bedeutet ein gesprochener Satz. Wir wissen, dass Gott der Vater alles und alles Leben durch Jesus Christus erschuf. Christus, dem Logos, jenem Wort, das von Anfang an bei Gott war. Schlagen Sie auf Johannes 1, Vers 1. Johannes 1, Vers 1.
Nicht in der Lutherbibel. Ich habe aber nicht notiert, aus welcher Bibel ich das entnommen habe, aber die werden Sie finden, wo hier steht: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ein klarer Beweis für die Gottfamilie, auch den Charakter der Gottfamilie, nicht Trinität, was auch immer die Leute für Vorstellungen haben. Und ein Beweis für die Tatsache, dass Gott am Anfang aller Schöpfung steht und dass der Vater alles durch seinen Sohn erschaffen hat. Ohne zunächst mal daran zu glauben, kann man den Weg des Glaubens bis zum ewigen Leben noch nicht mal erkennen, geschweige denn ihn überhaupt gehen. Matthäus 7,14, gehen wir zu Matthäus Kapitel 7 und lesen wir Vers 14. 7, Vers 14, wo wir lesen: Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Ein Privileg ist es, diesen Weg zu finden. Machen wir uns das mal bewusst. Gott hat uns alle vor der Grundlegung der Welt bereits gekannt, wie es heißt. Und er hat uns dazu bestimmt, zu den wenigen zu gehören, die heute den Weg in diesem physischen Leben finden. Also unser Tag des Heils ist heute. Durch unsere Taufe haben wir uns verpflichtet, diesen Weg auch zu gehen. Da gibt es dann kein Zurück mehr. Den einen Weg der Gerechtigkeit, den einen Weg des Glaubens und den einen Weg, der zum ewigen Leben führt. Man könnte auf diese drei Aspekte tagelang reden. Am Ende musste ich so viel kürzen und ich habe keine Ahnung, wie spät wir jetzt sind. Aber mit den drei Aspekten sind wir durch und kommen zur Schlussfolgerung. Alle diese Informationen stecken in der zweiten Hälfte aus Römer 1,17. Und die Bibel, Gottes Wort, ist voll von solchen Tiefen. Wie arrogant ist es von den Menschen, uns für unseren Glauben zu belächeln und sich dabei auf Wissen zu stützen, dass es im besten Fall bis zur nächsten Erkenntnis schafft. Nein, Geschwister, unsere Quelle ist der Glaube. Und Goethe hat absolut recht damit, dass der Glaube nicht der Anfang, sondern das Ende oder die Erfüllung alles Wissens ist. Denn nur Resultate von Forschung, von Wissenschaftlern, nur Resultate, die mit dem Wort Gottes in Einklang stehen, beziehungsweise es bestätigen, dürfen sich tatsächlich als richtige Wissenschaft bezeichnen. Denn Gott allein ist es, der Wissenschaft. Und Gott allein ist es, der uns gestattet, den Zugang zu diesem Wissen zu finden. Nicht irgendwelche Pseudoforscher mit ihren ständig wechselnden Ideen. Lassen Sie mal 2 Wochen die Nachrichten aus und machen dann wieder den Fernseher an. Es ist wie, als hätte sich alles geändert. Wir merken das nur nicht, weil wir täglich mit diesen Informationen bestürmt werden. Schlagen wir auf Jesaja 40, Vers 28. Jesaja 40, Vers 28, wieder zurück ins Alte Testament, wo wir lesen: Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Aber dieses Wissen oder besser diese Erkenntnis kommt natürlich mit einer Verantwortung. Wie schon gesagt, wir müssen den Weg des Glaubens gehen, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Letztendlich durch Reue, durch den Glauben Christi. Und dazu müssen wir uns durch den Glauben seines Sohnes leiten lassen. Die Bibel leitet uns nicht nur darin an, sondern gibt uns auch zahlreiche Beispiele von Menschen, die diesen Weg beschritten haben, den wir heute täglich, Tag für Tag, jeder von uns gehen muss. Nehmen wir mal Abraham, den Vater des Glaubens. Er war einer der wenigen im Alten Testament, die den Heiligen Geist in sich hatten. Lesen wir 1. Mose 15. 1. Mose 15 und Vers 6. Wo wir auch wiederum den Zusammenhang erkennen. 1. Mose 15, Vers 6. Abraham, damals noch Abraham. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Er glaubte Gott zuerst und handelte dann aus Glauben heraus. Er sollte gehen und fragte nicht wohin. Er packte seine 7 Sachen und ging. Er handelte, ohne das in Frage zu stellen. Sicherlich hatte er seine Zweifel im Hinterkopf, denn auch er lebte unter der Herrschaft Satans. Aber er ging mit diesen Zweifeln um. Er überwand sie. Und er handelte, trotz dieser nagenden Stimme im Hinterkopf. Ist das richtig? Solltest du nicht was anderes tun? Sollte Gott gesagt haben, von diesem Baum sollst du nicht essen? Das hat er natürlich nicht zu Abraham gesagt, aber diese Gedanken, Sie wissen, was ich meine.
Und darin sehen wir auch den Bezug zum Leben aus Glauben. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er war jeden Tag mit Entscheidungen konfrontiert, die er ganz einfach treffen musste. Man kann ja nicht stehen bleiben. Und wir wissen, dass er auch viele Fehlentscheidungen traf. Aber das geht uns ja wohl genauso. Aber mit jeder neuen Situation, jeder Herausforderung, jedem Scheideweg bietet sich uns eine neue Gelegenheit, uns vor dem Glauben Christi in uns leiten zu lassen. Gott dieselbe Treue zu erweisen, die er uns rund um die Uhr und im Prinzip seit Anbeginn der Welt entgegenbringt. Wenn wir uns also fragen, wie wir im Glauben wachsen können, dann dürfen wir nicht unseren Glauben mit dem Glauben Christi verwechseln. Vielmehr muss der Glaube Christi mehr und mehr zu unserem Glauben werden. Und das geht nur durch ständige Erfahrung und ständige Anwendung. Ständige Entscheidungen aus Glauben heraus. Wir müssen erfahren, dass es funktioniert, aus dem Glauben Christi heraus zu handeln. Und ich sage Ihnen mit Überzeugung, es funktioniert. Natürlich ist das nicht einfach. Und das sage ich Ihnen mit derselben Überzeugung leider. Ich scheitere täglich an meinen Unzulänglichkeiten, an irgendwelchen Kleinigkeiten und vor allem an meinen Kleinglauben. Jeden Tag. Aber Gott sei Dank stehe ich jeden Tag wieder auf. Und ich scheitere besonders dann, wenn es darum geht, dass Gottes Zeitplan nicht zu meinem passt, nicht damit übereinstimmt. Geduld ist wichtig, standhaftes Ausharren ist unerlässlich. Auch wenn zunächst nicht klar ist, ob meine Wünsche und Erwartungen mit dem Plan Gottes in Einklang stehen. Aber wissen Sie, wenn wir uns etwas wünschen, dann lernen wir Gott zu bitten. Wir lernen Gott, ihn zu fragen. Wir lernen es, ihn zu bitten, uns seinen Plan zu offenbaren, unsere Geduld zu stärken. Alles, was mit dem Zug zu diesem Wunsch zusammenhängt. Das kann manchmal sehr lange dauern, aber man muss sich nur die Beispiele in der Bibel angucken. In den meisten Fällen, und das fällt nicht so auf, wir blättern einmal kurz und sind da, ne? Adam, Abraham, eher recht schnell. Aber in den meisten Fällen haben die Menschen Jahre und wenn nicht Jahrzehnte auf die Erfüllung gewartet. Und sogar wenn Gott ihnen bereits mitgeteilt hatte, was er bewirken würde. Und wer wird sich nicht manchmal wünschen, dass diese drei Männer kommen würden, wie damals bei Abraham, wird sagen, das wird passieren, du musst genau so lange warten. Aber trotzdem sehen wir, wie schwer es war, wie der Zweifel dann Abraham und seine Frau zu einer Fehlentscheidung geführt hat. Wenn Gott uns einen Herzenswunsch erfüllt, dann will er auch absolut sicher sein, dass wir der mit diesem Wunsch einhergehenden Verantwortung, dass wir damit nicht überfordert sind. Er bereitet uns darauf vor, diese Situation, die er erschaffen will, die er bewirken will, auch wirklich gewachsen zu sein. Und dazu ist es natürlich notwendig, die Entwicklung auch zuzulassen, die Gott für uns vorgesehen hat. Im Leitartikel haben wir gelesen, dass wir loslassen müssen. Das mag jetzt bedeuten, dass etwas nicht für uns vorgesehen ist. Aber das wird Gott in dem Fall auch deutlich machen. Ich möchte uns aber noch eine andere Möglichkeit mit auf den Weg geben. Wenn ein Wunsch oder eine Erwartung uns zu sehr beherrscht, wenn das Suchen nach Gottes Gerechtigkeit nicht an erster, sondern an zweiter Stelle steht, dann leben wir gedanklich bereits in dieser Situation, die aber aus guten Gründen noch gar nicht besteht. Noch gar nicht. Was aber jetzt passiert ist, dass wir den Weg, den wir gehen müssen, um für die Situation vorbereitet zu sein, den nehmen wir gar nicht wahr, weil uns stört, dass es noch nicht so weit ist, dass es nicht so weit ist. Und wenn wir den Weg nicht sehen, dann können wir logischerweise auch nicht drauf gehen. Dann laufen wir rum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Und wir lassen uns von dem Glauben Christi nicht leiten, sondern wir lassen uns von unserer Vorstellung blockieren. Wir leben im Morgen, manchmal auch im Gestern, aber wir müssen immer im Heute leben. Wir treten dann auf der Stelle und wir werden frustriert, weil wir nicht vorwärts kommen. Besinnen wir uns also, und das haben wir alle schon oft gehört, auf die vier Säulen des christlichen Lebens. Machen wir diese fest und stabil. Das ist etwas, was wir in der Hand haben, das ist etwas, was wir können. Beten wir, fragen wir, bitten wir Gott. Studieren wir, lesen wir Gottes Wort. Freies Studium ist gar nicht so einfach. Man könnte jetzt random die Bibel aufschlagen und einfach irgendwas lesen. Kann man machen ohne Inspiration. Man betet ja auch davor. Aber wir haben 37 Broschüren, glaube ich. Und sobald die Predigerschaft, ist übrigens aktuell kein Prediger in der EU, nicht in Europa, denn die Gels, die sind ja auch weg. Kein Prediger in Europa.
Und sobald die wieder zurückkommen, werden zwei neue veröffentlicht. Die eine können Sie schon im Internet sehen. Also beten wir, studieren wir, meditieren wir, nehmen wir uns die Zeit. Jetzt da kommt eine Zeit, die ich sehr liebe. Man kann nach der Arbeit, wo es nicht mehr so heiß ist im Sommer, dann kann man rausgehen. Ich wohne glücklicherweise am Land, kann nachdenken, sieht die Natur. Und das ist die Zeit zum Meditieren. Und natürlich fasten wir gelegentlich. Aber eben auch regelmäßig. Nicht nur einmal im Jahr. Keinen Fastenplan erstellen, alle 3,5 Wochen, sondern am Ende des Jahres sollten wir vielleicht darüber nachdenken, ob wir bei gewissen Schwierigkeiten, die uns sehr belastet haben, die uns getroffen haben, dann da auch gefastet haben. Und wenn wir das nicht getan haben, dann mag das für das nächste Mal eine Lösung sein, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und wenn wir beten, dann bitten wir Gott freimütig und im Glauben. Schauen wir auf das Beispiel Christi in Johannes 11, 14, nee, 11, 41. Johannes 11, zurück ins Neue Testament. Und Vers 41. Hier lesen wir, Jesus aber richtete die Augen zum Himmel empor und betete, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das ist Zuversicht hoch 2. Arbeiten wir daran, dass uns diese Zuversicht zu eigen wird. Erforschen wir die Schrift, um Klarheit zu erlangen. Und sinnen wir nach, um das Gelesene, das Studierte auch einordnen zu können. Und wenn wir dann noch fasten und uns vor Gott demütigen, dann wird er uns das geben, was wir brauchen, was wir wünschen. Das Beste auf jeden Fall für uns. Gott ist der Einzige, der wirklich weiß, was er tut. Aber wir müssen im Glauben bitten. Wir müssen in Vertrauen bitten. Und wir müssen in Zuversicht bitten. Gehen wir zu Matthäus 7, Vers 9 bis 11. Matthäus 7, Vers 9 bis 11, diesmal aus der Luther 2017. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, nach Gottes Standard, denn noch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Auch in Jesaja Kapitel 7, Vers 9. Jesaja 7, Vers 9, diesmal aus der Hoffnung für alle. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn ihr nicht fest im Glauben steht, dann könnt ihr überhaupt nicht bestehen. Dann läuft nichts zusammen, könnte man sozusagen sagen. Auch im ganz normalen Leben. Natürlich geht es um das ewige Leben. Das ist keine Frage. Und das muss immer als erste Priorität sein. Das Suchen nach Gottes Reich ist gleichbedeutend mit dem Suchen nach dem ewigen Leben. Aber so läuft im Leben dann auch nichts zusammen. Bleiben wir bei Jesaja und gehen in Kapitel 28. Jesaja 28, 16, diesmal aus der Zürcher Bibel 2008. Denn, wie gesagt, wenn man sagt, im Leben läuft nichts zusammen, das soll nicht bedeuten, dass unser Leben leicht ist, sondern wir haben alle regelmäßig irgendwelche Dinge, die sich uns in den Weg stellen wollen. In den Weg, das trifft es ganz genau. Die auf uns zukommen, wo man denkt, soll ich zur Seite gehen? Aber hier steht in Jesaja 28, 16, in der Zürcher Bibel 2008, wer glaubt, wird nicht weichen. Wer glaubt, wird nicht weichen. Wir sehen also, dass unser Glaube auch untrennbar mit Hoffnung zusammenhängt. Und dazu lesen wir als letzte Bibelstelle eine Zusicherung, dass Gott uns sieht, unsere Hoffnungen sieht, unsere Nöte sieht und unsere Bedürfnisse sieht. Wir gehen dazu in Jeremia 28, 11. Und wir müssen das glauben, was Gott uns verspricht, an seine Verheißung. Kurz gesagt, leben wir aus Glauben. Jesaja 29, 11.
Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt.